So, hier nach dieser kurzen Unterbrechung bin ich wieder zurück und es wird auf mich geschossen. Oh, verpiss dich von mir. Da in der Ecke sind noch ein paar. Und da Panzerfaust. Und den habe ich, glaube ich, erwischt. Und den habe ich auch erwischt. So, jetzt stürmen wir mal, dass das hier mal auch fertig wird hier. Die Scheißmission. So, der Panzerschreck ist auch down. Da ist ein MG. Aber die treffe ich ja nie, ey. Doch, Headshot. Wie geil. Fast keine Munition mehr. 7 Schuss habe ich noch. Oh, keine Munition mehr. Ha, er hat sich selbst gesprengt, ey. Wie dumm. So, jetzt holen wir die Panzerfaust. Weil da... Wow, ein Tiger ist. Und der hat mich voll erwischt. Der Sack. Und da ist noch ein Deutscher. Headshot. Das war's von ihm. Für ihn, wie auch immer. Kuckuck. Kann ich da durchschießen? Das probiere ich jetzt mal. Hoffentlich erwischt es mich. Ja, ich habe durchschießen können. Das ist schön. Dann erwischt er mich nicht. Und gleich nochmal. Yeah. Da hat er überhaupt keine Chance. Den mache ich total platt. Alter, der ist da oben immer noch. Jetzt ist er tot. Dummer Sack. Jetzt ist die Brücke gesichert. Jawohl. Abschlussbericht für Operation Market Garden, 17. September 1944. Das war unser erster Absprung bei Tageslicht. Entsprechend hoch waren unsere Verluste. Nach heftigen Kämpfen konnten wir allerdings alle Einsatzziele erfüllen und die Brücke von Nimwegen für unsere Panzerdivisionen auf dem Weg nach Arnheim sichern. Captain Campana hat mich darauf hingewiesen, dass sich Private First Class Boyd Travers während der Gefechte durch außerordentliche Besonnenheit ausgezeichnet hat. Aus diesem Grund habe ich Boyd Travers zum Corporal befördert. Wir könnten mehr Männer wie Corporal Travers gebrauchen.